Du musst doch keine Reste essen. Genuss ist Reste. Richtige Restenuss. Eichhörnchen, eigentlich. Das Eichhörnchen ist Reste, nicht Nuss. Hier ist doch die geile frische Ware, Mann. Hier ist die frische Ware. Hier ist die frische Ware. Komm zu mir. Hier ist die frische Ware. Komm. Komm her. Hier ist die frische Nussware. Kein Rest, ihr müsst keine Reste essen. Jetzt habt ihr euch beide erschrocken oder was? Heute gibt es keine Reste. Heute gibt es die frische Nussware. Von Michael Krugmann, den besten Nusswarenmann hier im Wald. Mhm. Und der Chat weiß das. Wissen das auch die Eichhörnchen. Weißt du das? Wer hat Bock auf frische Nüsse? Mhm. Frische Nüsse wieder? Sind gut, ne? Frische Nüsse sind gut. Oh, alles für den Zehner, ne? Ich packe in die Tüte nicht nur eine Nuss, nicht nur zwei Nuss. Fünf Nüsse. Alles für 10 Euro. Nur für den Zehner. Hier. Ja, alles für den Zehner. Alles für den Zehner. Alles für den Zehner. Nehmt mich dabei. Alles für den Zehner, ne? Ja, das ist nicht nur Camembert, das ist Gouda. Da haben wir einen schönen Gruyère dabei. Lecker. Das ist auch was für die Frau. Und für die Oma noch so ein Butterkäse. Alles für 25 Euro. Das hat mich erschrocken. Heute wird wieder gekocht. Ich werde richtig verrückt, merkt ihr das? Aber ist egal, ihr seid auch gut. Ich wollte dich nicht erschrecken, komm wieder her. Komm wieder her. Ich wollte dich nicht erschrecken. Ich war so unachtsam. Tut mir wirklich leid. Kommt her, mein Eichhörnchen, du musst stark werden. Stark für die Armee. Du traust dich immer, ne? Du traust dich immer, richtig? Hier oben. Mhm. Langsam haben sie mich wieder als ihren Chef akzeptiert. Denn hier wird gedealt. Hier gibt es die Nussware. Eins an Nussware. Und die wissen das. Die Freunde wissen das. Die kommen jetzt an der Tour an. Direkt vor euch. Ob der dich traut, weiß ich nicht. Nee, traut nicht. Richtig Bock auf Nüsse, was? So richtig Lust auf eine schöne Nuss.
Schön, dass ihr da seid. Die Meisen müssen man das Essen ein bisschen kleiner machen. Den kenne ich gut. Oder sie, ich weiß nicht. Den mit der dunkleren Nasenspitze. Kann man gut wiedererkennen. Mal sehr. Sehr draufgängerisch. Okay, jetzt kommen die Meisen. Jetzt muss ich meine kleinen Nüsse hier verfangen. Ne? Na, jetzt kommt er wieder. Die Meisen kriegen nämlich die Nüsse im Ganzen nicht mit. Die müssen sie halbiert haben. Das will schon werden. Und jetzt geht's nicht. So, guck mal, die Kamera. Komm mal rein. Hier. Nicht ganz geheuer. Okay, die Flügelchen kommen.
beobachtet. Ich werde hardcore beobachtet. Hardcore jetzt beobachtet. Und immer wenn sie in den Bäumen rumklettern, dann tropft es immer stärker. Weil von den Blättern das Wasser runterkommt. Wir wechseln jetzt mal den Standpunkt, Standort. Ich habe mir auch Kaffee mitgebracht übrigens. Ich kann schön mir auch gleich noch einen Kaffee aufmachen. Was bitte? English? Are you English? Okay, these are squirrels. So there's no problem in understanding that, I think. So I'm feeding squirrels in the forest. Ich weiß nicht, ob es drauf war für euch, aber das war die erste Meise. Ich lasse mich dann auch gut schmecken. Nicht for free. Und her. Komm mal. Yes. Yeah. Here we go. Hier. Yeah. Und halt auf dieser Seite. Hier in. Eine gefunden, hat eine umsonst gekriegt.
von dieser Hazelnut. Danke fürs Abonnieren, ihr Lieben. Shit, ich hab nur das Ich glaube nicht, dass die ein Sättigungsgefühl haben. Ich weiß nicht. Chat hat die gut drauf. Komm her. Komm her. Komm her, Johnny. Die verbuddeln das tatsächlich. Also sie futtern es oder sie verbuddeln es. Und die essen auf jeden Fall nicht alles. Das meiste vergessen sie, wo sie es hingepackt haben. Das meiste vergessen sie.
Let's play Feeding Squirrels in real life. Easy to learn, hard to master. Hey, danke schön fürs Anmachen. Keine umsonst. Schön, dass es euch gefällt, Freunde. Mir gefällt es auch. Ich liebe das auch sehr. Sehr entspannt. Sie sind sehr nett zu mir, die Eichhörnchen. Ich bin nett zu denen. So eine Win-Win-Situation. So, irgendwann, wenn ich halt mal kleine Eichhörnchen-Armee brauche, ne, dann drücke ich den Knopf. Ihr habt ja Rick und Morty gesehen. Und dann geht's ab. Komm, ich hab schöne Nüsse für dich. Feinste Nüsse, nur für einen Zehner. Richtig erschrocken, ne? Aber die müssen sich an meine Stimme gewöhnen. Such mehr. So, bring deiner Frau mal was mit. Ich kann schon mal Spenden sammeln von euch für Nüsse, wenn ich hier sitzen muss. Denn hier gibt es so Premium-Nüsse, Packung 3 Euro.
sehe gerade auf dem Display, dass hinter mir verbuddelt wird. Das ist ganz geil. Trinke ich jetzt einen Kaffee oder warte noch kurz, Leute? Was meint ihr? Ich weiß nicht, ich habe hier noch nie Kaffee getrunken. Ich bin mir nicht sicher, ob der Kaffeegeruch die Eichhörnchen richtig bekloppt macht. Könnt ihr atmen? Jetzt trinken. Na gut. Riech mal, Suda Kaffee, riech mal dran. Lecker. Caro macht sich einen Tee. Ich nehme auch einen. Ich trinke gerade Kaffee, Eichhörnchen. Ich trinke gerade wirklich Kaffee. Es tut mir leid. Ich muss Kaffee trinken. Ich muss Kaffee trinken. Dann werde ich so aufgedreht wie du, wenn ich Kaffee trinke. Ganz aufgedreht werde ich dann. Genauso aufgedreht wie du. Wirklich. Komm, mach ein Foto. Komm, mach ein Foto. Komm, mach ein Foto. Komm her. Ich mag Eichhörnchen wirklich gerne, Leute, ohne Witz. Du bist ganz schön. Du bist ja ganz sofort auf der Stelle. Du bist ja sofort da. Du bist ja sofort da. Oder was? Das gehört gleich jetzt wieder Eich, das ist gleich jetzt wieder Nüsse. Das ist wieder Nusszeit. Na gut. Nusszeit, Freunde.
Yo, der Nussmann ist da. Sie hat Zeit für Nüsse. Na dann komm her. Komm her, Johnny. Juhu. Yes, buddy. Schöne Dame. Schönes Mädchen, habt ihr gesehen? Schönes Mädchen. Ach Susi, komm mal her. Sie ist gerade hier direkt vor mir. Es ist zu süß. Wenn ihr das sehen würdet, würdet ihr alle schmelzen. Es ist wirklich zuckrig. Bin schon geschmolzen. Nee, da würdest du schmelzen, wenn du das siehst. Verkackt. War ja klar. Hallo, wer will noch? Nusszeit. Nusszeit ist eine gute Zeit. Komm her, Boy. Hier. Jo. Ey, ich hoffe, das klippt irgendjemand. Das ist ja das Allerbeste. Das ist das Allerbeste. Das Allerbeste. Ach, herrlich. Das war mega sweet. Okay, das freut mich nachhaltig. Das ist nachhaltige Freude bei mir, merkt ihr das? Check heißt geklippt oder was? Geil. Ist die Qualität bei euch eigentlich okay? Also ich kann ja nur mein Bild sehen, das sieht ganz gut aus, aber ich weiß nicht, wie es übertragen wird. Ist das krisselig oder geht's? Ich habe das Gefühl, ich kann ein bisschen lauter reden, weil die Eichhörnchen haben sich jetzt dran gewöhnt. Boah. Alter. Shit. Sorry, Vogel. Ich habe mich erschrocken. Ich muss. Vögelchen machen. Jetzt habe ich mich nicht erschrocken. Vögelchen brauchen die Nüsse aber ein bisschen kleiner, das müsst ihr euch merken. Die können die großen Nüsse nicht mitnehmen. Es regnet, ja. Ich habe eine Regenjacke an und versuche mich mit der Regenjacke ganz körperlich zu schützen. Gibst du, du bist eine Disney-Prinzessin. Bin ich sicher, ey.
Phil anfängt zu singen. Ich hab noch Nüsse. Hallo, wo seid ihr? Will noch jemand Nüsse? Komm her. Ich habe sie extra mitgebracht. 3 Euro vom Edeka. Jetzt komm her. Ich habe das Gefühl, es sind immer so Phasen. So ein paar Minuten, da sind sie alle da und wollen was. Und dann rasten sie auch völlig aus, wie eben vor der Kamera sitzen und futtern. Und dann gibt es immer so ein paar Momente, da ist alles wieder ganz chillig. So. Und dann kommen sie aber wieder. Ich weiß nicht genau, was das zu bedeuten hat. Der eine sitzt jetzt hier direkt auf einem kleinen Ast. Futtert genüsslich. Die Meisen chillen hier ab. Ja, von Winterruhe ist hier wenig zu sehen, ehrlich gesagt. Ach, vielleicht brauchen sie es auch nicht. Ich weiß nicht. Da müssen die was verdauen. Ja, das kann sein. Ne, da kommen sie alle wieder. Alle sind alle wieder da.
So, eine Runde Eichhörnchen noch. Und dann machen wir eine Fahrradtour. Dann muss ich nämlich ins Warme. Kommt ja aber mit. Ich sehe keine. Doch, ich sehe welche. Aber die sind zu weit weg, die interessiert es nicht. Wir machen auch wirklich ein, zwei Nüsse und dann muss ich mich bewegen. Es ist zu kühl. Einmal noch Radau. Nüsse! Juhu. Kommt her, ihr kleinen Hörnchen. Hier gibt's Nüsse. Kommen Sie ran. Kommen Sie ran. Schnell ran hier. Hier gibt's Nüsse. Schnell rankommen. Dankeschön. 1A. 1A, mein Kumpel. Der kleine Eichhornmann. Noch jemand? Ja, komm her. Jo, hier. Hallo. Kommen Sie. Okay, jetzt haben wir alle wieder hier. Hallo. Morgen. Morgen. Ja, komm mal hier, lass dich kleines Mini-Hündchen. War aber ganz chillig. Aber es hat sicherlich das ein oder andere Hörnchen vertrieben, aber ich weiß, wie ich sie wieder herkohle. Okay, letzte Chance, Nüsse. Ich bin nicht mehr lange da. Noch so 10 Minuten, Freunde. 10 Minuten Nüsse, jetzt müsst ihr kommen. Ja, kommen Sie her. 10 Minuten Nuss, die 10 Minuten Nuss, da muss man ran. Da muss man ran. Ja, die 10 Minuten Nuss. Gut. Den Rennen bitte nichts geben. Du bist schon wieder da, was, Johnny? Johnny Squirrel Supernut Boy, was geht ab? Und da auch, hallo. Priscilla, schön, dass du da bist. Komm her. Ja, komm ran. Nice. Mhm. Runde Nüsse. Ich habe noch 6 in der Hand. 6 Nüsschens. Freunde. Deborah, kommst du bitte? Danke. Hier. Komm ran. Jetzt, wenn ihr wieder alle Bock habt, kann ich eh nicht gehen. Dann kann ich ja nicht gehen, wenn ihr alle Lust habt. Hier ist es doch, hier oben. Da oben drauf. Oh.
jetzt habe ich einen Vogel verjagt. Tut mir leid. Ja, wir können doch nicht aufhören. Ihr merkt schon, die haben alle richtig Bock. Habt ihr auch noch richtig Bock? Komm hoch. Hier oben. Hier. Ich hab's doch gesagt, hier oben ist was, Alter. Was ist los mit dir? Ja, ich habe noch 3 Nüsse in der Hand. Also wenn ihr wollt, muss ich nachschlagen. Aber mir ist schon ein bisschen kalt. Ich hab sie auch zu gern, diese kleinen Spirits. Wenn ihr auch noch Lust habt, dann scheiß drauf. Alle wieder da. Willst du einmal fröhlich sein? Zieh dir Krogis Nüsse rein. Richtig wahnsinnig geworden, der Mann hier im Wald. Boah, so ein Nussparadies in der Hand. Alter. Neue Nussjingle. Neuer Knochenteig. Willst du Stress und Frust vergessen, musst du nur bei Krogi essen. Komm her, Nussfrau. Komm. Ja, hoch. Hat nicht geklappt. Ein schlechter Spruch zu sein. Oder doch ein guter Spruch? Ich weiß es nicht. Doch, ist doch ein guter Spruch, ne? Hier oben. Du suchst immer unten, obwohl hier oben alles ist. Alter, hier oben. Was ist mit deiner Nase? Du kannst doch so gut riechen. Ja, hier oben. Mhm. Gerade noch so durchgekommen. Wildtiere sollen wild bleiben. Das ist allerdings hier sind städtische Eichhörnchen, die tatsächlich schon so am Menschen gewöhnt sind, dass sie Futter brauchen. Also es ist, glaube ich, alles cool. Aber ich würde jetzt hier auch keinen Bären füttern oder Wölfe, ja? Also das muss ich mal dazu sagen. Wann greifst du wieder Menschen an, kleines Eichhörnchen? Aber Krogi, wir würden dir doch nie was tun. Nur wenn du was sagst, dass wir gehorchen sollen, dann gehorchen wir natürlich. Selbstverständlich. Weiß ich doch. Weiß ich doch, meine Freunde. Dass du die ganze Zeit so tust, als würdest du nicht wissen, wo es ist. Jetzt mal ganz ehrlich, du weißt es doch schon die ganze Zeit.
Chat, seid ihr noch da? Ja, so ist es, echt. Wer kennt's nicht, die Bären? Amber. Ja. Komm her. Ich muss mal aufstehen. Der Hund mit Maulkorb hat mich abgeschreckt, muss ich ehrlich sagen. Hat mich ein bisschen abgeschreckt. Maulkorb-Hunde. So, erstmal noch einen Schluck Kaffee, gleich geht's weiter. So, wir müssen für die Meisen hier die Nüsse ein bisschen kleiner machen. Die kriegen die sonst nicht mit.
Ich nehme euch auch mal auf. Das habe ich mir besser vorgestellt. Mach's mal anders. Ey, mein Kaffee, Alter. Du bist eine Drecksau. Ey, was soll mein Kaffee umkippen, ey? So, machen wir noch. Komm, Hörnchenfreunde, machen wir noch kurz. So ist besser. Hab ich unter selbst noch durch. Ja, wenn die meinen Kaffee wegsaufen, dann nicht.
Haben wir eine Nuss gedroppt, ey. Was ist denn los? Das war gerade ein richtig großer. Das war ein richtig großer Hund. Gerade sind wir erschrocken. So, ey, Freunde, kommt jetzt her. Die Leute wollen was sehen. Ich will hier, mir ist kalt. Jetzt holt euch eure Nüsse ab. Ohne Scheiß. Komm her. Den Stream confirmed. Ja, kann sein. Kann man nichts machen. Aber es war es auch wert. Den Stream confirmed. Gut, finde ich gut. Komm her, ey. Ja, du warst die ganze Zeit hier gewesen. Jetzt guck nicht so dumm. Jetzt hol dir deine scheiß Nuss ab. Hier unten liegen noch welche. Hat sich einer von unten eine genommen. Nimmst du uns später wieder im Auto mit beim Muckepumpen? Nee, ey, ich fahr gleich mit Fahrrad. Ich fahr gleich mit Fahrrad direkt. Lass irgendwas machen jetzt. Komm her. Komm her. Jetzt komm her. Du musst dich wieder locken. Letzte Runde Nuss. Komm. Hier. Hier in der Hand. Leute, irgendwie bricht das hier ab und zu ab. Das tut mir leid. Schön, dass ihr da seid. Die Eicheln sind ganz wild. Ich kann nicht gehen, die sind ganz wild gerade. Das ist eine wilde Situation im Moment. Hier. Ah, der Hund. Als ich gesagt habe, es ist wild, kam der Hund. Ich krieg auch immer Panik, wenn Hunde kommen. Aber macht nichts, dann machen wir noch eine kurze Vögelchenrunde. Jetzt noch eine kurze Vogelfutterung. Ich muss eh kurz stehen. Machen wir noch kurz Vögelchen und dann ist auch hier Fahrradfahren angesagt. Sonst erfriere ich. Ich erfriere wirklich. Kann keiner wollen. Gesehen haben wir es schon. Chat, seid ihr eigentlich da? Chat, seid ihr da? Hallo? Ich frag mich das. Bin ich hier allein im Wald? Was ist da los? Anwesend, yes, Sir. Hi. Der Kurzi. Teffes. Kyoto liebt die Welt. Tyrast. Kitty Kinsart. Effie de Cheffi.
sputzen, tralala. Wir sind alle da, okay, cool. Also, ich friere wirklich hardcore durch gerade. Ich habe jetzt noch ein paar Nüsse in der Hand. Die werde ich jetzt an die Meisen verfüttern. Und es gibt, werden jetzt wirklich keine neuen nachgelegt. Und dann fahren wir Fahrrad. Dann geht's ins Warme. Und dann besorgen wir erstmal mir ein bisschen. Dann call it a day. Nee, ich bin noch weiter da. Ich habe heute hab frei. Wir machen ein bisschen was zusammen. Wir besorgen mir erstmal Frühstück, okay? Schisser. So macht man das. Richtiges, schönes Vögelchen stolziert stolz auf der Hand des Krogmanns und nimmt herrlich eine Nuss mit. So macht man das. Genauso. Schön abgucken, Freunde. Ich erwarte natürlich, dass sich die Vögelchen klippt, ne, ist klar.
bin der Baum. Merkt ihr es? Ich bin mit dem Baum verwachsen. Nee, ich will es nicht fangen. Kannst du mir auch 5.000 Euro geben? Ich werde es nicht fangen. Also ehrlich, also wird nicht passieren. Kannst mir gerne 5 Euro spenden, ist kein Problem. Aber ich werde kein Eichhörnchen fangen. War nur ein Joke. Okay. Okay, call it a day.
So, Freunde, wir ziehen mal weiter. Die Hunde sind auch da. Boah, mir ist schon ein bisschen kalt. Wenn ich mir vorstelle, dass sie wieder vergessen, wo sie die Hälfte der Nüsse versteckt haben. Ja, wirklich, also die Hälfte, ich glaube, mehr. Ehrlich gesagt. Okay, also wir müssen mir jetzt was zu essen besorgen. Und du bist ja auch noch mal. Überall sind die kleinen Eichhörnchen, ey. Und Hunde. Wir müssen was zu essen. Danke für den nice Content. Sehr, sehr gerne. Wir müssen mir Essen besorgen und dann würde ich in meinen kleinen Streaming-Raum fahren, da was essen. Und mich vielleicht mit Schlagzeug aufwärmen oder mit Labern oder mit Computerspielen. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall habe ich heute Zeit. Ich hab Zeit für euch. Ist das nicht schön? Guck mal, ich bin ganz verrotzt. So lange draußen bin. Guten Morgen. Riecht das hier mal ab oder was? Also bin ich noch live oder nicht? Ich weiß nicht genau. Ich muss mich hier kümmern. Global Enemy, ich glaube, dass das hier bei den Stadteichhörnchen nicht so schlimm ist. Im Gegenteil, die Roten kann man gut unterstützen. Wenn du es mit Bären machst oder mit Wölfen, ist es, glaube ich, schon scheiße. Aber soweit ich mich informiert habe, ist es mit Eichhörnchen alles cool.
Ja, die Grauen sind ein Problem, genau. Sie kommen langsam wieder. Komm her. Hundealarm. Geht aber weiter, alles gut. Kannst du das erzählen zu deiner Naturverbundenheit? Nee, keine Ahnung, ist einfach so passiert. Ich mag Tiere. Ich mag Tiere gern, tatsächlich. Ich weiß nicht, ich mochte schon immer Tiere gern. Also mehr weiß ich auch nicht. Ist so passiert. Ist nicht gedacht, ich mach das jetzt und mach einen Stream davon oder so. Eichhörnchen wechseln, kommen immer die Meisen. Eichhörnchen sind alle weg übrigens gerade. Aber die Meisen kommen. Ich erschrecken, gleich kommt ein Hund.
Ameisengang. Kaum Ameisen. Muss sie kleiner machen. Können sie nicht essen.
jetzt wird wieder gesquirrelt. Jetzt wird wieder abgewechselt. Jetzt sind die Meisen weg, jetzt kommen ja die Eichhörnchen. Na gut. Oh, okay. Naja, aber komm, Meise her. Ich habe gerade das für dich klein gemacht. Komm her. Dankeschön. Okay, wir suchen uns ein anderes Plätzchen. Die Meisen sind weg. Und die Eichhörnchen, die kommen gleich wieder. Ah, die Meisen sind doch noch da. Aber stehen ist gerade auch ganz nice. Es ist ziemlich kalt hier, muss ich sagen. Da könnt ihr ein Eichhörnchen sehen. Ich kann die teilweise identifizieren. Es gibt zwei, die ich sofort wieder erkenne. Und das liegt zum einen daran, dass die zutraulicher sind als andere, weil die deswegen futtern die mehr und deswegen sind sie ein bisschen dicker. Und das eine hat halt so eine dunkle Nase und das andere Eichhörnchen hat so ein abgeknabbertes Öhrchen. Das kann man so ganz gut erkennen. Komm hoch. Ich habe gerade mein Bein hochgekrabbelt, aber ist wieder abgebrochen.
doch was nehmen, Vögelchen. Sehr gut. So, habt ihr noch Lust? Habt ihr noch Lust, ein bisschen Eichhörnchen füttern oder ist jetzt vorbei? Was meint ihr? Lass die Alternative aufhören. Ich kann schon noch. Ja, ich habe noch richtig Bock, glaube ich. Okay, dann komm du noch eben. Die kleine Meise noch. Du musst immer vor den Eichhörnchen das machen, ey. Wie dumm. Dumm. Dumme Meisen. Komm, dann füttern wir noch ein paar Eichhörnchen. Ach komm, jetzt sollen die Meisen wieder. Ich kann da nicht weggehen, wenn die Meisen da warten. Es tut mir leid. Dir nichts nehmen. So, jetzt sind sie weg. Jetzt wechseln wir den Platz. Juhu! Ja, ich habe ein kleines Video mitlaufen lassen. Guten Morgen erstmal. So, eigentlich ist der Platz ganz nice hier. Also ihr wollt ein bisschen Eichhörnchen füttern gucken, ja? Ein bisschen kann ich ja. Wie spät haben wir? Das könnt ihr mal eine Uhrzeit durchgeben. Ja, ich gucke einfach mal selber, das Stream.